Moin Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz Edition 2. Nuzlocke. Nur nicht Sauerlink. Ja, ich weiß jetzt endlich den Weg, weil ich bin ehrlich, ich bin offscreen hier rumgelaufen und habe mich dann wieder zu dem Ort halt hingestellt, wo ich vorher war, beziehungsweise ich hab einfach den Safe State genutzt und ja, ich weiß jetzt ungefähr, wo wir sind oder wo wir hin müssen. Und zwar, oh Junge, und zwar da, wo diese zwei Team Plasma Typen stecken, nehme ich jetzt zumindest mal an. Und ja, dann hätten wir das gleich auch abgehakt, dann können wir vielleicht sogar schon die Arena machen in diesem Part, aber ich will euch ja nicht zu sehr auf die Folter spannen. Wieso gehe ich nicht einfach auf? Verlassen hier. Oh, ein Item. Wetten, jetzt taucht noch ein Pokémon auf. Poketoy, okay. Ja, hi Team Plasma-Spasten. Jetzt müssten die so Mewtwo und so raushauen, aber ich hoffe mal nicht, dass die jetzt ein Mewtwo raushauen. Ja, das wäre schon heftig, wenn die jetzt überhaupt ein legendäres raushauen, wie Palkia, Zapdos oder so. Okay, die haben beide nur ein Viech. Das wird ja nicht so schwer sein. Okay. In der Tat ist es nicht so schwer. Aber die Mucke gefällt mir übel. Alter. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr Pokémon gespielt. Zumindest Rupert ist doch das Fliegeviech. Ich hoffe es mal. Das müsste nämlich vom Typ Drache sein. Auf jeden Fall ist es down. Wahrscheinlich hat sein zweiter Typ, wenn er noch einen hatte, resisted. Ja, okay. Die waren schon relativ schlecht. Wow. Also ihr hattet ja echt viel drauf. Nee, was waren das denn für Dullis, ey? Ja, rennt ruhig weg, Alter. Rennt ruhig weg. Oh, da kommt noch einer. Okay. Da ich leider nicht so gut bin in Englisch, auch wenn ich eine 3 im Zeugnis hab, ja. Ich bin einfach zu faul, sage ich es einfach so. Ja, heute ist für mich Zeugnistag und wahrscheinlich wird der Part eh 1 Million Jahre später kommen. Oh, wir können jetzt einen Encounter hier fangen. Alter, geil. Okay, Team Plasma Spaten. Das ist doch, der mit diesem Piepsgeräusch, oder? Halt, der auch in Pokémon Sonne und so war. Ja, das müsste doch der sein. Aber wie hieß der? Warte mal. Ja, okay. Encounter. Und yes. Och nee, Digga. Hier waren so gute Pokémon. Und wir bekommen so einen Scheiß, ey. Lohnt sich das überhaupt? Ja, okay. Bevor hier alle abkratzen und dann, ja, das ist halt scheiße. Selbst wenn es jetzt umgebracht wird von Mr. Green, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, dass es jetzt gekillt wird, ja. Jetzt, also wäre jetzt auch nicht so schnell, als ob der die Verbrennung hat. Geil, Digga. Ich wollte den eh eine Feuerattacke rein drücken, weil der macht ja überhaupt keinen Schaden gerade. Alter, das hat er auch voll wenig abgezogen, Mann. Ach komm, Tackle wird schon passen. Aber wir sollten uns nicht hier zu lange hier aufhalten mit dem Viech. Ja, okay, weil die Verbrennung ist schon ziemlich mies und... Pokéball, komm, bleib drin. Oh Mann, also über das Vieh bin ich jetzt nicht gerade stolz, aber vielleicht wird's ja so ein Newcomer wie Mr. Green.
Von dem habe ich ja auch am Anfang nicht viel gehalten, aber ich habe den halt so hoch gelevelt, dass er halt eigentlich schon krass ist. Okay, du willst was Besonderes sein, denke ich. Komm, ich gebe dir auch einen Premierball. Dann bist du auch was Besonderes, weil das ist eine Premiere. Dann halt nicht, selbst wenn wir das Viech nicht bekommen. Ich wollte ehrlich gesagt vor dem Part, noch ein paar Schutz mitnehmen, aber dann habe ich die Team Plasma Spaten entdeckt und das war, ach komm schon! Ey nee, jetzt geht unser Encounter auch hier flöten oder was? Nein! Okay, ich ärgere mich lieber nicht. Ich sehe lieber das Positive, und zwar, dass Mr. Queen jetzt ein Level aufgestiegen ist, ey. Bitter, dass wir den Encounter hier nicht nicht bekommen haben. Da können wir nicht hin. Keine Ahnung warum, aber vielleicht wird er ja irgendwann Wasser kommen. Denke ich jetzt mal so. Oder wir haben irgendwas übersehen. Aber ich weiß es nicht. Komm, ich mach hier den Feuerkick oder so. Keine Ahnung. Ja, okay, das geht ja noch vom Schaden her. Das geht ja vollkommen klar. So. Was ist denn hier drin? Neue Region, neuer Encounter. Okay, und der Encounter ist Aquana, Ehre. Okay, dann ist wieder alles gut, wegen vorhin und so. Boah, der Encounter ist richtig nice, ey. Ich habe selten einen Aquana im Team gehabt. Ich mache extra nicht sehr effektive Attacken übrigens. Weil ja, dann einfach. Ach komm. Hör doch auf mit deiner scheiß Quick Attack. Weil ich sonst Angst habe, dass die Viecher abkratzen, weil wir sind ein bisschen auf. Ey, ist das dein Ernst? Boah, die Animation sieht da richtig nice aus, Alter. Holy shit. Okay, ich mach einfach Slash, wird schon nicht töten. Macht aber trotzdem viel. Aquaknarre, okay. Watergun. Haben wir, glaube ich, auch. Ey, Mann! Mir ist aber auch nichts vergönnt. Dank ein scheiß Critical Hit. Scheiße, Alter. Ey, Mann, Aquana wäre halt so geil gewesen. Ach, komm. Müssen wir überhaupt hier sein? Ich bin ehrlich, ich habe ab der Kanalisation damals aufgehört zu spielen, weil mich die Kanalisation so abgefuckt hat. Aber es ist Aquana, ey. Ach komm, kämpf gegen mich. Ich bin frustriert. Komm doch her, Digga. Oh Mann. Jetzt droppt das so Lavados oder so. Joa, der geht auch noch. Voll klar. Aber, ey Mann, wieso muss der Quana jetzt hier drauf gehen? Ich hab noch so sagen wollen, ja, wenn jetzt so ein Critical Hit kommt, wäre nicht so nice. Okay, Spezialdefensive. Ich bin halt immer noch so blöd und check das nicht mit physischen Angriffen und normalen Angriffen halt. Speziellen ist nicht normal, aber auch egal. Alter, der boostet ja alles hoch. So, mach ihn mit dem Nein! Bitte nicht. Oh mein Gott. Ich hätte es mehr verfolgen sollen, ey, was er da gemacht hat. Hätte er noch mehr hier reingemacht, wäre es vielleicht sogar relativ knapp geworden. Okay. Boah, was für ein riesiger Fels, Digga. Nein. Okay, was wäre hier noch so gewesen? What the fuck, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen.
habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr das Vieh schon mal gesehen? Ich könnte mir vorstellen, dass es so vom Typ Wasserkäfer ist oder so. Aber was ist das für ein Viech gewesen, Digga? Alter. Das hätte halt die Weiterentwicklung von Shell oder so locker sein können. Vom Aussehen her. Okay, ein Sneebel. Das werden wir ja noch mit King easy weg sweepen. Okay. So. Fanged Attack. Das ist so kacke, dass das keine deutschen Namen sind. Ich kann diesen Emulator auch nicht auf Deutsch irgendwie einstellen. Das ist halt so kacke. Ansonsten hätte ich es schon längst getan. Okay, King. Also der ist jetzt ein bisschen geschwächt. Ich könnte ihn jetzt heilen, aber ich wechsle mal hier die Position. Elektriker mit Mr. Queen. Mit Mr. Queen, genau. Mit King. Eigentlich hätte er den Namen viel mehr verdient, der Mr. Queen. Ah ja! BTF, Alter. Hier ist einfach ne. Ist das ein Zufall oder was? Alter, ich hätte nicht gerechnet, dass wir ja jetzt schon nochmal auf unsere Pokémon hier stoßen. Ja, ist ja gut, Alter. Och Mann, Alter. Das ist wahrscheinlich dasselbe Viech wie eben. Das ist nämlich vom selben Geschlecht und gleich gelevelt, ey. Hä? Ich hab grad gar nichts gedrückt. Vielleicht wenn ich... Doch, ich bin eben aus Versehen auf A gekommen. Alter. Junge, ich hab's ja kapiert. Ey, seitdem ich Elektriker drin hab, kommt nur noch das Vieh. Alter. Was ist das? Elektriker trifft auf einen Elektriker. Ist das hier ein offizieller Weg? Ich glaube ja nicht. Aber ich gehe den Weg hier trotzdem entlang. Einfach um zu sehen, was da ist. Aber da war eh nur ein Pokéball noch. Also ein Item halt. Und was hast du so? Ah ja, ein Stolun. Ja. Okay, und der heißt Aaron. Ah ja, moin Aaron. Low Kick. Alter, wieso steigern die alle ihre Defensive oder so? Natürlich hat er die Fähigkeit, diese Scheißfähigkeit. Alter. Das könnte aber Sternschauer sein. Also die Attacke. Vom Aussehen her. Warte mal, ist das nicht Hundemon? Wenn ja, dann bin ich gut. Ah, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Haunter heißt er also. Aber gegen ihn habe ich nichts Effektives so. Ja, damit es schon paralysiert ist. Falls er was Krasses hat. Sprite, okay. Der gibt mir schon mal eine Sprite. Okay. Jetzt wenn ich Thunder Wave. Ach so, der hat mir hier von Thunder Wave abgezogen. Okay. Ja gut, das war schon mal gut. Jetzt greift er mich nämlich nicht mehr an. Wahrscheinlich wäre es insgesamt trotzdem auf einen Angriff gekommen. Auch wenn ich nicht Thunder Wave gemacht hätte, aber scheiß drauf. Oh Mann, Alter. Ist das jetzt die letzte Trainerin hier? Neben dem wilden Pokémon natürlich. Scheint so. Full Heal. Okay, das könnte ein Top-Heiler sein. Oder Top-Trank heißt der, genau. Und Kaumalat. Das war natürlich auch geil. Ein Kaumalat. Also wenn ich mich bei einem Namen irre, dann ist es wahrscheinlich Kaumalat. Wahrscheinlich heißt es dann kaum Salat oder so. Ja, der hat wahrscheinlich dann kaum Salat gehabt. Oh Mann, Alter. Stellt euch das mal vor. Kaum Salat hat einfach keinen Salat. Das war es mal wieder komplett, Digga. Und den Ausgang jetzt zu finden,
hat jetzt auch wieder einen Heidenspaß, ey. Den habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht und habe ihn nicht gefunden. Wir hätten hier zwei perfekte Encounter haben können. Was haben wir? Eine Scheiße. Ach, der Typ hat... Natürlich ist auf der Treppe noch... Ja, jetzt triggern mich hier alle Viecher. Nariyama wäre halt auch sick. Aber haben wir nicht bekommen. Ja, nice, Digga. Okay. Ah ja. Als ob wir ja auch noch einen Encounter fangen können. So, erstmal... Plexus, okay. Oder Classes... Ist wahrscheinlich besser. So, was ist hier? Mein Glück ist wirklich einzigartig. Das ist ja mal wieder was ganz anderes hier, was ich haben wollte. Selbst wenn der stirbt. Oh Mann, Alter. Selbst wenn der stirbt, genau, als wenn der so sterben würde, denkt er sich so. Oh Mann, Alter. Schockwelle. Los. Es war gleicher Typ, aber... Das hätte schon fast wieder... Nein, er macht jetzt die Taktik, die ich machen wollte. Er ist so ein bisschen schwächen und dann... Para, aber... Vielleicht schaffen wir es, ja. Fury. Fury Cutter oder so. Ja, der hat dank meiner Fähigkeit jetzt die Para bekommen. Okay. Alter. 12 Pokebälle haben wir, sehe ich gerade. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wenn das Viech jetzt rausgeht. An meinem Glück. Als ob. Ey, Mann, Alter. Vor allen Dingen, der versucht mich nochmal zu paaren. Stell euch mal vor, man könnte einen doppelt paaren, dass die Paralyse nochmal wahrscheinlicher eintritt. So. Ey, Mann, Alter, die wollen mich heute alle triggern, ey. Oh Mann, Alter, ich hab gar keinen Bock jetzt hier so lang für dieses Scheißviech hier zu verschwenden, ey. Alter! Ja, endlich trifft mal die Para hier. Ja, zwei Superball. Ach komm, scheiß drauf. Kriegst halt einen scheiß Superball, wenn du da nicht drin bleibst. Das ist so ein ehrenloser Bastard. Jawohl. Ich hab nämlich jetzt echt keinen Bock, hier die ganze Zeit rumzugeiern hier. Oh Mann. Käfer Elektro, ey. So, wie nenne ich das jetzt? Ich nenne es Lauch, ganz im Ernst. Ist es ja auch, oder? Ich würde es jetzt zumindest als Lauch bezeichnen. Warte, Lauch. Da ist das U, C, H. Der ist natürlich geil, wenn ich es doch falsch geschrieben hätte jetzt. An meinem Glück. Ja, okay. Okay. Auf einmal steht so 100 Mal in den Kommentaren, du hast es falsch geschrieben. Okay. Ich glaube, der hat gerade gesagt, dass das der Beginn dieser Stadt war. Oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Oh nein, jetzt muss man wieder den Ausgang finden. Nee, der war da nicht. Hoffentlich... Warte mal. Nee, okay, da war nicht der Ausgang. Ja, jetzt fängt das wieder mit 100 Pokémon an. Ja, selbst ein Magma hätte ich lieber gehabt, ey. Oh Mann, Alter. Ist das frustrierend, ey. Warte mal. Ah, hier geht's hoch. Und natürlich muss ich noch kurz davor ein Pokémon sein, Alter. Ich raste aus, Alter. Kloon oder Kloom. Ja, du bist ein Gollum, Alter. Das Beste. Und schon wieder ein Elektro-Pokémon, ey. Ich fass es nicht.
Elektrokäfer. Unser Lauch, Alter. Ich werde die Kanalisation nie wieder besuchen. Und das ist der Champ, glaube ich. Ja, Iris war doch der Champ. Oder die Champ? Trainerin? Ach, keine Ahnung. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall wird es dann Richtung Arena gehen, würde ich sagen. Wir holen uns doch ein paar Pokebälle. Und dann geht's auch schon, für mich zumindest, Richtung Arena. Wie es dann bei euch ist, ist dann die andere Sache. Boah, habe ich viel Geld. Nee, Great Ball. Erstmal so 20. Nee, 20 ist zu viel. 15. So. Ja, und dann noch Heilung. Oder sollte ich. Ah, komm, mache ich das hier. Maximal. Oder nicht maximal. Egal. Oh Mann, Alter. So, und jetzt heilen und ich verabschiede mich bei euch. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo und aktiviert die Glocke. Wenn ihr das Let's Play weiterhin verfolgen wollt. Und ich bedanke mich dann schon mal für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Und ja, ich hasse die Hitze gerade hier die ganze Zeit, Alter. Die ganze Zeit diese Hitze. Wieso ist dieser Sommer so verfickt warm, Alter? Bei mir ist gerade. Ja, wo ist denn die scheiß Uhr jetzt, Alter? 38 Grad, Digga. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Nee, das ist nicht die Arena. Ich bin dumm, Alter. Ich bin dumm. Ja, die Göre hier noch schön verfolgen. Und hier ist dann natürlich niemand. Hätte man ja irgendwie spektakulär so zeigen können, so, jo, hier laufen dann so 100 Leute rum, aber nein. Da geht's auch nicht zur Arena. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Safe. Hier geht's nämlich auch. Nee, hier war ich. Oder? War ich hier schon mal drin? Oh, hier ist tatsächlich die Arena. Die ist ja mega kacke hier platziert. Okay, dann was ist jetzt wirklich von dem Part? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Like, Abo und Kommentare und Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, ciao, ihr kleinen Motherfuckers und Fatherfuckers. Oh Mann.